Und das schauen wir uns jetzt einmal im Flüssigkeitsbild an. Im Flüssigkeitsbild erscheinen die Körper als zylinderförmige Gefäße mit der Masse als Querschnitt. Die Geschwindigkeit ist dann die Füllhöhe und der Impuls erscheint als Flüssigkeit, wobei die Erde einen riesigen See bildet und gleichzeitig die Nulllinie für die Geschwindigkeit festlegt. Es kommt also eine Kugel mit doppelter Masse und der Geschwindigkeit v und prallt gegen die vier anderen Kugeln. Das heißt, der Impuls fließt zuerst über in die zweite Kugel und zwar so lange, bis wir gleiche Geschwindigkeit haben. Das ist der erste Teil oder die erste Stoßphase. In dieser Zeit fließt dieser Impuls, nämlich Masse mal Geschwindigkeitsänderung, von der großen Kugel in die kleine über und setzt dabei Energie frei. Aufgrund dieser rein hydrostatischen Überlegung können wir sagen, dass dann die gemeinsame Geschwindigkeit, das ist übrigens die Schwerpunktsgeschwindigkeit, 2/3 der Anfangsgeschwindigkeit der großen Kugel sein muss, weil sich der Impuls von 2 Masseneinheiten auf 3 Masseneinheiten verteilt. Und jetzt ist also dieser Impuls hier hinuntergeflossen und hat folgende Energie freigesetzt, nämlich Impulsmenge, also 2 Masse mal V-Drittel, und ist um so viel runtergefallen, nämlich von diesem Schwerpunkt bis zu diesem Schwerpunkt. Das kann man noch einmal nachrechnen, das gibt dann V halbe. Also haben wir hier 1/3 mal die 2 Massen mal 1/2 V Quadrat. Das ist dann die Energie, die freigesetzt wird und die steckt in der Stoßzone drin. Und mit dieser Energie wird dann noch einmal so viel Impuls hinaufgepumpt wie vorher hinuntergeflossen ist. Das heißt, es geht hier noch einmal um 1/3 runter und hier geht es noch einmal um 2/3 der Geschwindigkeit hoch. Also haben wir hier eine Endgeschwindigkeit von 4/3 der Anfangsgeschwindigkeit der schweren Kugel. Nun wird dieser Impuls in einem weiteren vollelastischen Stoß auf die nächste Kugel übertragen, dann noch einmal und zum Schluss in die letzte Kugel und die geht dann weg. Jetzt ist aber die schwere Kugel immer noch bewegt und zwar mit einem Drittel der Anfangsgeschwindigkeit. Also jetzt kommt es zu diesem Stoß, die Geschwindigkeit sinkt noch einmal um 1/3 ab. Es wird noch einmal Energie in die Stoßzone gebracht und dann wird noch einmal gleich viel Impuls hinaufgepumpt, wie vorher hinuntergeflossen ist. Und dann hat man hier eine Geschwindigkeit von 4/9. Und dieser Impuls wird dann elastisch weitergereicht. Die Kugel ist ja schon weg. Und dann geht diese Kugel mit 4/9 der Anfangsgeschwindigkeit der schweren Kugel. Und jetzt kommt es zum nächsten Stoß. Dann dürfte hier die Endgeschwindigkeit 4 mal 4/27 mal die Anfangsgeschwindigkeit sein. Dann geht mit dieser Geschwindigkeit diese Kugel weg. Und dann kommt es hier noch zu einem ganz kleinen Stoß. Der Endgeschwindigkeiten 4/3 V, 4/9 V, 4/27 V und 4/81 V. Und diese Kugel hier macht dann noch eine ganz, ganz kleine Bewegung. Schauen wir uns das Experiment nochmals an.
Sie sehen hier das systemdynamische Modell mit der Impulsebene oder der Impulsbilanz, der Kinematik und der Energiebilanz. Auf der Impulsebene haben wir die Impulsinhalte und die Impulsflüsse. Das sind die Kräfte. Dann hier wird der Impuls durch die Masse dividiert, das gibt die Geschwindigkeit und dann aufintegriert. Das machen wir fünfmal. Auf der Energieebene haben wir fünf kinetische Energien und vier Stoßenergien oder eben Energien der Stoßzone. Dazwischen können wir jeder Kraft eine Leistung zuordnen und zwar zweimal. Einmal von diesem Körper aus und einmal von diesem Körper aus. Die Leistung einer Kraft heißt auch zugeordneter Energiestrom. So kommen wir also auf 8 Energieströme. Hier noch die globalen Größen, die Masse der kleinen Kugel, Masse der großen Kugel, Federkonstante, Anfangsgeschwindigkeit der großen Kugel und Abstand zwischen den Kugeln zu Beginn des Prozesses. Hier die Gleichungen, also zuerst mal die Bilanzgleichungen, dann hier die Flüsse, also hier die Kraftgesetze, dann Geschwindigkeitsberechnung und hier zugeordnete Energieströme und da noch einmal die Globals. Zu den Ergebnissen zuerst einmal Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm, also die Geschwindigkeit der großen Kugel, dann die zweite Kugel, die dritte, die vierte und die fünfte Kugel. Es kommt hier zu einem ersten Stoß mit der großen Kugel, hier zu einem zweiten, dritten und hier zum vierten Stoß. Und die Endgeschwindigkeiten, das sind genau diese Verhältnisse, die ich vorher gerechnet habe. Dann hier die Kräfte. Und da kann man dann noch die Leistungen sehen. Ich zeige jetzt von diesen Leistungen nur 1, 2, 1 und 1, 2, 2. Das ist der Energiestrom, der die große Kugel verlässt und das ist dann der Energiestrom, der in die nächste Kugel hineingeht. Soweit zu dieser Geschichte. Ich denke, die Systemphysik hat ein riesiges Potenzial, um den Physikunterricht zu revolutionieren.